Moin Moin, liebe Leute, grüßt euch, herzlich willkommen zurück bei Klomann und Klosette, Frau mit anderer Kutte, ich wollte mal was anderes ausprobieren, es kommt aber aufs selbe hinaus. Die Katze, nicht wundern, schreit in der Küche gerade rum, will am Fenster gucken, aber ich habe jetzt keine Zeit, mich dahin zu stellen, eine Viertelstunde, bis er meint, so genug Sonne getankt, egal. Ich habe die Lösung, die ultimative Lösung habe ich gefunden. Ich behaupte, und so ist es natürlich auch, ich bin im falschen Körper geboren. Im echten Leben. Und wenn das so ist, dann muss einem ja die Krankenkasse helfen. Und ich bin im falschen Körper geboren. Und zwar, eigentlich fühle ich mich ja innerlich wie ein Millionär. Aber ich glaube, es ist noch schlimmer ausgeprägt. Ich glaube, ich fühle mich innerlich sogar wie ein Milliardär. Man muss mir helfen. Ich brauche Unterstützung. Bitte, helft mir, mein inneres Erleben zu verbessern. So, das war das zum Anfang. Wir gehen jetzt, aber vorher noch nicht, wir gehen jetzt Richtung Prinzen. Und wir satteln im Großen und Ganzen um. Denn wir machen heute die Pokémon Arena. Habe ich mir so gedacht. Hollow Soldier, wir nehmen den Hollow mit. Habe ich mir so gedacht, wir machen den Fight Club gegen die Prinzen. Was nehmen wir noch mit? Hier, deine Ratte. Hier, das Ding auf alle Fälle. Ja, sehr gut. Wir wollen niedrig stapeln. Dann nehmen wir das mit. Und dann gehen wir schon in den anderen Bereich. Und wenn alle Stränge reißen, nehmen wir doch die dicke Krabbe mit. Nee, das habe ich schon gemacht. Bleib doch sitzen, Mädchen. Mal gucken. Ich werde mich versuchen, nicht einzumischen, dass das alles seinen richtigen Gang geht. Und wenn einer gestorben ist von den beschworenen Pokémännern, dann kommt der Nächste an die Reihe. Und wenn alle durch sind, hole ich die Krabbe raus. Aus der Hose. Und lass mich deine Krabbe sehen. Ach so, da muss ich ja noch umrüsten. Die funktionieren damit. Und das sattel ich um auf Knochengangschaltung. Oh, falsche Richtung. Ich habe das freigeschalten hier. Jetzt fahren wir natürlich nach unten. Ich bin da schon mal vorgeprescht, dass das alles schneller geht. Aber jetzt habe ich den Fahrstuhl in die falsche Richtung genommen. Wie heißt das Ding? Paternoster. So. Und da werden wir jetzt hier eine Geschichte abhalten. Oder wer erinnert sich noch an die Roboter-Sendung? Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, wo die selber gebaute Kampfroboter gegeneinander antreten lassen haben. Warbots oder irgendwie, weiß ich jetzt nicht. Wenn es jemand weiß, lasst es mich wissen. Liebe Leute. So, ihr habt richtig geraten. Eine Tasse Kaffee ist schon drin. Jetzt geht es in die richtige Richtung. Dann wollen wir doch mal schon mal die Grabe warm werden lassen. Mal gucken, was die Grabe gegen die Typen hier oben ausrichtet. Lassen wir die Typen erstmal so. Hier ist genug Platz. Krabbe, mach dein schmutziges Geschäft. Ja. Die Krabbe hält was aus. Und ich hab bei Orbeck eingekauft, alle Zauber und so, aber die Questlinie geht auch nicht. Der müsste ja jetzt hier sein und sich rufen lassen, glaube ich. Aber funktioniert nicht. Okay. Das dürfte auf alle Fälle interessant werden. Ich helfe dir mal. Und dann geht es ja heute schon. Was qualmt denn das hier? Das ist die Kutte. Und dann geht es ja schon in den ersten Erweiterungsbereich, meine Damen und Herren. Ah. Könnt ihr auch mal einen Schluck Öl vertragen hier, die Tür. Eingerostet. So, unser erster Kandidat ist
Der Hollow Soldier, soll ich die mitnehmen? Ja, wir lassen erstmal Siris machen. Und die wird es ja sowieso nicht überleben. So traurig wie es ist, ich muss es leider sagen. Lass mal Siris erstmal fummeln. Und ich halte mich zurück. Und das Video müssen wir auch nicht gucken. Da müsst ihr Close Souls 1 gucken. Da habe ich die, glaube ich, alle laufen lassen. Moin. So, Siris, tu dein schmutziges Werk. Ja. Meine Heilung wäre gut. So, das war Nummer 1. Weil Siris wieder gepennt hat. Toll. Ganz toll. Strich wegen Rumalbern auf dem Flur. Gut, Siris ist auf Siris kein Verlass. Dann machen wir direkt, fahren wir die schweren Geschütze auf. Call Hollow Soldier. Ach, Scheiße! Ja, ich habe aber eine Idee. So. Ich muss den das nächste Mal runterschicken. Den Paternoster. Die Gedanken, wo waren sie geblieben? Oder ich ziehe Havels Rüstung an und stelle mich einfach in der Ecke. Weil ich kann mich ja da nicht mehr bewegen. So, ich hoffe, jetzt funktioniert's, aber nein. Weil ich habe nicht abgewartet, bis der Fahrstuhl unten angekommen ist. Ungeduld. Was habe ich denn hier? Hornhaut vom Zocken schon? Oder es ist vom Nachdenken an der Hand. Weil ich immer die Hand so in Denkerpose habe. So, Katze hat gegessen, jetzt geht's ins Bett. Jetzt ist erstmal wieder Ruhe. So. Und wir gehen direkt rein. Mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Mit Hollow Soldier. Siris, ja, du. Alte Träne. So, hier, bitte. Besser. Und der Soldier geht ans Werk. Gut. Das war's für den. Jetzt kommt das Vieh. Die The Rock Lizard. Ja, läuft schon besser. Also hat auf alle Fälle mehr Hitpunkte. Dann haben wir Thrall. Oh Mann. Sie lebt noch. Gleich nicht mehr. Okay, immer noch gut. Das wird's wohl. Nein, sehr astreine Sache. Hier. Pass. Ja, das war's dafür. Jetzt kommt Call Thrall. Los. Ah, er pustet. Mit seinen Röhrchen. Mit dem leeren Kugelschreiber. Die Papp. Abkugeln als Zeltstoff. Mhm. Er stellt sich aber heute an. Dann ist jetzt schon der Lykantrop, bitte. Und die erste Ladung abgekriegt. Ich hab ihm doch gar nichts getan. Jetzt dreht er am Rad. Er gibt es ihm. Noch einmal, los, Lykantrop. Astral. Zweite Phase. Lykantrop versus The Gaylords. Oh, das finde ich aber, das ist ja Betrug. Hören Sie mal, ich bin doch hier nur der Facility Manager. Ich glaube, da muss die Krabbe wohl richten. Oh, der macht ganz gut. Oh, oh. Sehr gut. Gestunt. Ich
weiß nicht, fange ich dann wieder von vorne an, wenn alle durch sind, oder muss ich dann selber ran? Ich glaube, da muss ich selber ran. So, das war's für den. Jetzt kommt die Krabbe. Das ist okay, dass der auf mich geht. Dann hat die Krabbe Zeit zum Atmen. Los. Tu was für dein Geld. Sonst geht's zurück in die Tasche. In den Pokéball. Sehr gut. Weiter. Nicht aufhören mit der Musik. Der andere ist noch da. Ach, jetzt kommt das. Wiederbelebt. Jetzt geht der andere Kack von vorne los. Jetzt muss wohl Tante Closette ran, so wie es aussieht. Mit dem Zahnstock. Ja, Krabbe ist noch da, aber nicht mehr lange. Ja, jetzt bin ich dran. Das ist nicht so einfach hier mit dem Ding. So, komm her, du alte Schwuchtel. Eigentlich muss man ja nur den Kalb machen. Ha, Jana S. Powered by Fleurbräu. Feierabend. Ich bedanke mich. Spiel zu 101% durchgespielt. Natürlich nicht. Wir haben ja noch den Oberfritzen, aber den machen wir zum Ende, meine Damen und Herren. Jetzt das Schild, der Schild. Na gut. Aber war doch ganz gut, oder? War doch ganz nett. Aber ich glaube... Ach, ich bin schon wieder vertrocknet? Nein. Jetzt geht es in die Schneewelt. Und da ziehe ich aber wieder die Kutte an hier. Die Feuerkutte. Denn Feuer ist Trumpf, meine Damen und Herren. Wir rüsten um auf Feuer, Schaden, Dark. Lasst mich gucken, Leute. Skill, wo war denn der ganze Quatsch? Wo waren denn die Feuerringe? Hier, 15% mehr. Dann kommt jetzt... Lightning Magie. Bin ich blind? Gebt mir die Zeit. Muss da noch irgendwo so ein doofer Ring sein? Calamity Physical... Dark Lightning Magie. So Quatsch. Ja, auf alle Fälle das auf Orkus. Fire Defense und Attacken. Oder hier ist er doch, Mensch. Klo. So. Und einmal zurück zum Shrine. Und was haben wir im Angebot? Was kann Feuer? Gar nichts, glaube ich. Haben wir irgendwas, außer hier dieser komische Rock-Dragon. So, erstmal alle weg. Dann habe ich, wir nehmen das überpowerte Zeug erstmal nicht. Ich will mal das ausprobieren. Und hier bin ich gespannt. Haben wir sonst noch was, was Feuer macht? Die Kugel. Das ist immer sehr lustig. Erstmal gucken, was das kann hier. Wir gehen mal hoch zu unserer Attrappe. Nein, da lang. Da muss ich auch die Hand wieder reintun. So. Dann Floating Chaos. Mal gucken, ob sie da was verändert haben oder ob das derselbe Kram ist. Oh ja, haben sie was verändert, so wie es aussieht. Das finde ich aber schon mal assrein. Was kann das? Das ist auch eine astreine Sache. Oh. Das ist auch interessant. Das nehmen wir auch mit. Das ist das Übliche. Haben
Moll. Sehr gut. Ist schon mal Assign die ganze Sache. So, alle Bällchen weg, dass hier nicht noch jemand angepickt wird. Die Bälle. So, und. Achso, das war das ja. Das ist alles fein. Das ist alles eine ganz exquisite Sache. Level up. Ich gehe noch einmal hier rein und dann Attunement. Und wen nehmen wir nun mit, meine Damen und Herren? Ich glaube. Ist alles. Ich kann mich nicht entscheiden. Ist alles so schön. Wen haben wir hier? Wer kann was? Wir brauchen was für kleine Gänge. Dann nehmen wir wieder die Geschichte mit. Oder nein? Wir lassen heute mal den Dark Wraith für uns arbeiten. Travel. Und zwar Tuse. Ach, da muss ich ja die ganze Scheiße wieder abrennen. Weil. Oh, wie komme ich denn am besten zurück? Lasst mich überlegen, Leute. So, Upokathedral. Gehen wir von hier. Rennen wir durch. Da geht es in die Eiswelt. Ich nehme Schokolade. Und oder Stracciatella. So. Ah ja, Dark Raid. Brauch wieder das Ding hier, weil das zu der Totengesellschaft gehört. Grüßt euch. Ach, die fliegen. Ja, hier, kommt. Da steht ihr doch drauf. Der Fliegenfänger. Sehr gut. Das kommt an. Das sehe ich jetzt nicht, ob was sie fallen lassen hat, die Fliegen. Wir haben keine Zeit. Ich komme später vielleicht nochmal. Hier für dich. Boah. Die alte Schmeißfliege. Wie weit reicht denn das? Sehr weit. So, eine Sammelbestellung hier mal in die Gruppe rein. Ja. Ha! Ha! So, sehr gut. Naja, da ist, glaube ich, noch was zu balancieren. So, der Typ, das Übliche, er verarscht uns jetzt, dass wir da rübergehen. Ich akzeptiere und ich fasse etwas an, was du, fremder Typ, mir gibst. Und zack, bin ich in der Schneewelt. Gefangen. Nein, bin ich nicht. Weiter, bitte. Oh, ich leuchte aber. Moin. Kann man den Typen mal... Ja. Ich mag dich nicht, du Dover. Ja, der ist wahrscheinlich... Der hat gut gefrühstückt. So. Einmal anschmeißen hier den Ofen. Und dann nehme ich das hier. Und einmal den Dark Wraith. Kommen Sie bitte mit. Edler Herr. Ja, die Bälle machen schon vorwärts, also bevor ich überhaupt so weit bin, drehen die am Rad. Bam! Macht der Dark Raid hier ordentlich. Und da oben, ach, das ist der Typ. Dark Raid legt ordentlich los, hier wird nicht geworfen. Mal wieder ein bisschen Nahkampf machen hier. So viel dazu. Nahkampf. Einmal die Feuergeschichte. Das finde ich sehr gut. Schönes Ding. Mal gucken, ob wir noch was anderes finden. Ich glaube, Friede kann sich... braucht sich nicht warm anziehen. Wo ist denn der Ritter? Da hinten. Friede braucht sich nicht warm anziehen, denn wir heizen hier ein. Hier einmal für dich. Und die Fliege.
kriegt 4 rote Bälle. Bitteschön. Danke. Was hast du? Früher war es ein blutiger Gemme. So, Dark Raid erstmal einpacken. Damit er nicht in der Schneewehe hängen bleibt. Feuer ist the heißer Scheiß. Schunk. Huch, das bricht ja ein. Hätte ich ja überhaupt nicht damit gerechnet. So, wir gehen erstmal Richtung Leuchtfeuer. Ah ja, hier ist ja... Das wollte ich doch eigentlich, Mensch. Und mein Schützling. Der Lehrling. Der Teekoch. Ey, das mit dem Feuer habe ich aber gefunden. Na, ich muss nochmal umdisponieren, ja. Und schöne Medaillen. Einmal für dich, Bäumchen. Na, Blitz ist hier. Unterbewertet. Machen wir gleich zweimal. Wieder das Geschrei hier. Einmal für das Wölbchen, bisschen Unterbodenheizung. Was denn hier? Ich hab dich doch schon bearbeitet. Na komm, da kriegst du eine Kombustion. Denn im Gesamtpaket, von wo ich die Hand auf dem Wühltisch erworben habe, war ja auch dieses schon mit enthalten. Aber warum ich hier die ganze Scheiße schon mache, ist eigentlich doof. Weil ich muss sie ja dann nochmal machen. Ey, Bäumchen. Treten Sie zurück. Pick up the item. Und hier unten einmal für die Fliegen. Sehr gut. Eine gefrorene Träne. Ah, hier, Baum. Gab's hier nicht noch einen? Ach, da oben. Was soll denn das Gebrülle? Fügen Sie sich. Ist aber sehr energiesparend, muss ich sagen, mit dem... Meine Herren. Sehr energiesparend, mit dem Feuer zu arbeiten. Das verbraucht nicht so viel wie die... Blitzgeschichte. So, hier das Übliche, aber nicht ganz üblich, denn hier ist The Altar of the Ice. Das müssen wir, glaube ich, auch noch erforschen. Die Träne. Und hier gibt's, aha, der Gletscherhelm und Black Gauntlets. Das sieht ja nach was aus. Das ist ja Jurias Kram. Und da haben wir viel Eis. Das werden wir dann, glaube ich, benutzen, wenn es Richtung zweiter DLC geht. Jetzt ist es raus. So. Setze ich mich ja hin? Nein, ich setze mich nicht hin. Da muss ich auch nicht die ganze Grütze nochmal machen mit dem Viechter da oben. So. Herr Dark Raid wird eingewickelt. Und. Gibt es hier auch was heilt an Pflanzen? So nebenbei gefragt. Wo sind die denn? Die Blättchen. Hallo, Blättchen. Noch weiter unten oder wie? Ja, hier. Gain. Aha, da muss ich mir mal ein paar rote kaufen. Das war eine Sache, da spare ich mir ja den die grüne Minna-Aura. Sehr gut, dann geht es jetzt Richtung Wölfchen. Und The Dark Raid kann wieder mitwirken.
Na gut, die Geschichte. Es ist alles noch nicht so ausgereift. Da muss ich nochmal gucken. Was denn? Schon wieder Hunde? Und schon wieder Bäume? Jetzt kommt die ganze Hundefamilie hier. Und zwei zum Preis von einem, das finde ich gut. Viele Früchte hier. Weiter. Hm? Komm, Lila. Lila Raid. Hm, einmal hier die Kugeln. Da ist er beschäftigt. Hat's rein. Und jetzt wieder die Bäume. Einmal anpicken. Sehr gut. Da oben ist da noch einer. Mit den Wedelhahn. Und ich sag mal, ich mach noch bis 30 Goldmünzen. Und dann wechsle ich auf den Covenant, den ich am Eingang gefunden habe. Wo war denn der? Nein? Nein? Wo sind die denn? The Covenant of the... Ach, da blickt ja niemand mehr durch hier. Das sind die Fragmente. Ach so, da muss ich... Ja, jetzt weiß ich wieder. Ich war 6 Jahre alt und konnte die Ghoul gut zeichnen. Da muss ich mal in einer ruhigen Minute gucken. Hier, ist es das? Nein? Sie verloren. Frozen Tears. Ja. Verloren. Haben die keinen eigenen englischen Begriff dafür? Okay, das funktioniert nicht. So, Dark Raid. Oh, der randaliert aber ordentlich rum. Einmal den Spieß. Jawohl. Gute Arbeit. Weiter. Dann machen wir den ersten Bereich fertig. Müssen den Wolf erstmal hier wegmachen. Hier war immer das Problem im richtigen Originalspiel, dass dann irgendwann FP ausgegangen ist. Dass man die Karte gar nicht richtig bis zu Ende machen konnte. Sind doch bestimmt noch mehr, ja. Ich hab euch... Oh, Wolf. Wo ist der Dark Raid? Wenn man ihn braucht. Oh, sollte... Da ist er doch. Ja, Jana ist immer noch... im Spiel. So, hier einmal die Kugel. Noch eine Kugel. Nein, keine Kugel. Aber Heilung für mich. Hm, der kommt mir aber etwas stärker vor. Ach nee, das wollte ich nicht. Das schmeckt ihm nicht. Ach so, ja, jetzt flieht er ja wieder. Wo ist der Raid? Die untreue Nuss. Wir schicken ihn nach Hause. Und ich trinke mal eine Heilpotion. Ein Tropfen auf dem heißen Stein. Der heiße Stein heißt Leber. Weiter. Oh, hier kann man ihn aber wieder dazu holen. Mal gucken, was The Raid ergänzt. Was ist das? Wieso liegt der hier? Was ist das für ein Quatsch? Ist ja, das ist neu, oder? Okay, er gilt als nicht mehr einsatzfähig. The Dark Raid. Na, dicker Wikinger? Das schmeckt dir nicht, was? Zugespammt zu werden. So, der Baum. Hier Baum.
Ast reingegangen. Da unten gucken wir später nach dem rechten. Erstmal hier rüber. Ich höre doch Schritte. Aha. Der Mann mit der dicken Keule. Gucken, was sie hier hinten jetzt gelagert haben. Aha. Wo ist er denn, der Dicke? Da unten. Hier. Reichen die so weit? Nein. Und wo ist er hier? Der Nachbar von oben drüber. Der immer so laut trampelt. Kennt ihr das, wenn Leute über euch wohnen? Also, wenn ihr kein Haus haben solltet. So wie ich es dann demnächst habe, wenn die Krankenkasse mir meine Umwandlung zum Milliardär bezahlt. Wenn dann Leute über euch wohnen, die barfuß laufen und Fuß nicht abrollen können. Also die da immer so stampfen mit der Hacke. Trampel. Aha, dich hole ich später. Na komm. So, und ihn hier werden wir mal gepflegt einheizen. Aber er macht trotzdem noch seine Bogen-Action. Sehr gut. Weiter. Ich trinke einen Schluck Fanta. Mhm. Aber die Intensität der Heilung ist nicht dementsprechend für Level 10 wie im Original. Das ist ja nur so ein Schluck. So. Hier haben wir eine Seele. Da lag früher, glaube ich, die Asche, oder? Ha! Und da unten, also den Schild haben wir noch nicht. Sehr schön leise. Ah, das ist die Axt. Ah, das Schild war da unten. Bei der Dingens. Eidechse. Zu viele Eidechsen. Wo ist sie denn? Da unten, vor Schreck. Ah, einmal reicht nicht. Jetzt. Und hier war früher das Schild. Aber dann eben nicht. Auch mit dem Dark Raid, das finde ich ja doof. Wenn der tot ist, ist er tot. Sollen das? Ich versuch's nochmal. Ah ne, er lebt ja noch. Ich muss erstmal wieder nach Hause schicken. So, nochmal ein Versuch. Erwache. Erwachet. Nein. Schade. Mal gucken, ob das mit den anderen jetzt auch so ist. Der Mann mit der dicken Keule hat aber ordentlich Leben. Was haben wir hier? Eine Scherbe. War da noch jemand? Hier. Also die Kugel ist schon mal astrein. So. Ja, wenn du nichts machst. Das Gehirn ist anscheinend nicht mitgewachsen. So, ja. Noch jemand? Wie viele sind denn hier? Jawohl. Aber das geht immer irgendwie nur in Blickrichtung. Ist der Typ tot? Ja. So, hier lag früher ein Knochen. Ist immer noch Knochen. Knochen trocken. Hab ich da was vergessen? Weiter. Tja, die Blitzgieke, aber sie wiegt dann die Overpoweredheit wieder auf, dass die Blitzgiege hier nichts ausrichten kann. So, der ist zu weit weg, vermute ich. Du bist doch auch ein Bäumchen, oder? Na klar.
Oh, jetzt hat der Baum mich eingefangen und knutscht. Frostbeiß. Ich überlege mal, wie heißt das deutsche Wort dazu? Ach, hier ist er schon, der nächste. So, einmal eine Panther. Weg. Also die Kugel behalte ich. Das sind Eruptionen. Aber die Kügelchen hier, die brauche ich nicht. Und den Wirbel auch nicht. Da findet man bestimmt noch was Besseres. Noch Baum. Und da unten sind die Typen mit dem Bogen. Hey, ich habe auch noch hinterm Baum. Du Unhold! Wölfe liegen da rum. Noch ein Wolf. Aber ich wollte doch den dort. Es geht immer irgendwie nur in Blickrichtung. Sehr gut. Noch ein Wolf. Hier. Eat this. Sehr gut. Aha. Bogen. Eine Frucht. Und das war's. Ich trinke noch einen Schluck Fanta. Und dann haben wir das hier abgegrast. So. Ach ne, da muss ich ja lang, oder? Ne. Hier. Hier geht es hoch. Da kommt der große Wolf wieder. Schrei nur, schrei! Und hier lacht doch früher mal was. Der Nachbar von oben drüber. Hier liegt nix. Hier. Was bist du? Eine Seele. Entscheiden Sie sich, ob Sie kämpfen wollen oder nicht. Nicht. So. Aber jetzt setze ich mich mal hin. Sehr gut. Und wir tauschen ein paar Dinger aus. Das will ich nicht. Und der Dark Raid kann auch wieder weggepackt werden. Was haben wir noch Schönes? Der Lavaball. Da bin ich mal gespannt, ob Sie den verändert haben. Und Chaossturm, warum nicht? Und wir nehmen für die Siedlung da unten. Ist da Feuer? Nein, da können wir doch The Puss mitnehmen. Ach doch, da sind ja die. Na egal. Da sind ja die Dinger. Da gehen wir erstmal hier rüber. Mal gucken, ob da auch noch ein Leuchtfeuer ist. Da sind ja die Feuerspucker. Und dann wollen wir mal gucken, ob der Ministerpräsident vom Saarland oder welcher ist denn das mit der Holzstimme? Ob der immer noch eine tragende Rolle spielt. Warte mal kurz. Bouffier. Ja, das ist noch das Übliche. Und das. Oh, das ist sehr gut mit Lava. Wenn es zur Bedrängnis kommen sollte, ist das genau das Richtige. Grüß dich. Das ist er doch. Herr Bouvier, guten Tag. Well, Your Lady Yuria's Lord of Hollows. No bell tolls. Ja. What's your...
Und ist das vom Saarland? Nee, das war doch dieser Kretschmer. Keine Ahnung, von irgendeinem Bundesland. Der hat wahrscheinlich sein eigenes gegründet. Das Land der Rülpsstimmen. Das ist ein Märchen, was ich mal noch schreiben will. Erfinden. Das Land der Rülpsstimmen. So, hier ist alles beim Alten. Sieht so aus. Einmal an. Gibt's da oben was Neues? Ach nee, die Schnecke habe ich ja noch nicht gefriesettet. So, aha. Gut, dann eben nicht. Und kaputt. Tot. Fast. Mann, bin ich wieder leichtsinnig. Grüß dich. Schenk mir was. Danke. Kann ich mir ein Level gönnen? Nein. Dann eben nicht. Dann gehen wir jetzt die Wurzel runter und gucken nach dem rechten unten. Da war doch der Wolfsmensch. Ha, Janna. Zack. Das dürfte ganz gut werden da unten. Bilde ich mir ein. The Puss. Aber erstmal runterkommen. Heile. Heile, heile. Und die Krabben. So. Das Gewackel hier. Wurzeln. Ach ja, da war ja jemand. Schon mal dran gedacht. Lange nicht gewesen hier. In, wer ist denn das? Die gemalte Welt von Pillemannshausen. Ja, bring dich selber um die Ecke. Einmal Lava gefällig. Oh oh, bei mir kündigt sich ein Niesanfall an. Oh. Aber ich als alter Oberpro-Gamer kann da auch noch bei Dark Souls punkten. Abgesehen, wenn sie mir solche Pfeile zwischen die Beine schießen. Okay, nur noch ein Stückchen. Hui. Und schnell zum Leuchtfeuer. Hier liegt der Organspender. Sehr gut. Dann machen wir eine Blitzaufräumaktion. Nee, machen wir nicht. Wir gehen direkt hier runter. Ach so, ja, danke für die Gesundheitswünsche. So. Mal gucken, ob sich hier was verändert.